Philipp Thürmer, der Juso-Chef, macht es den Leuten nicht leicht, nicht die AfD zu wählen. Ja, das klingt jetzt relativ provokant, aber an der Stelle muss man ganz klar sagen, Philipp Thürmer, der Juso-Chef von der SPD, macht gerade Wahlkampf gegen Junge und vor allem auch gegen Leistungsträger. Zudem muss man sagen, mit 28 Jahren ist er eigentlich selbst noch Teil der jungen Generation, doch mit Blick auf das Rentenpaket und die aktuelle Rentensituation hat er wohl die Jugend aus den Augen verloren und verteilt lieber weiterhin Vermögen um gegen entsprechend natürlich die Leistungsträger, die wir eigentlich brauchen würden, sei es aus Deutschland heraus oder Fachkräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen. Seine Verteilungswut hat er jetzt in einem neuen Interview nochmal ausleben können, wo man aber auch ganz klar sagen muss, sowohl sein wirtschaftliches als ein juristisches Studium, was er abgeschlossen hat zum Teil, muss man sagen, hat einige Wissenslücken hinterlassen. Denn einige Statistiken widerlegen ihn natürlich wie immer ganz deutlich. Und Dr. Rainer Ziegelmann schreibt dazu nur, will er Kuba und Haiti oder doch lieber so, wie es wir in Deutschland aktuell haben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das neuere Interview von Philipp Thürmer, dem Juso-Chef, ja, schlägt weite Wellen. Zwar ist es immer wieder schon so, dass man sagt, der Juso-Chef, wie damals auch Kevin Kühnert, müssen provozieren und vor allem auch mit fragwürdigem Populismus nach vorne preschen, sonst würde man sie vergessen. Denn die ein oder anderen nach Kevin Kühnert SPD-Chefs, deren Namen weiß man heute nicht mehr. Und das möchte Philipp Thürmer natürlich hier vermeiden und schlägt aktuell zum Beispiel vor, dass der Bundeswahlkampf 2025 hier vor allem sich mit Verteilungsfragen befassen soll. Natürlich dementsprechend Vermögensteuer, höhere Erbschaft- und Schenkungssteuer und natürlich eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Zudem sagt er natürlich auch hier, dass die entsprechenden, ja sag ich mal, Erbschaft- und Schenkungssteuern vor allem bei höheren Vermögen höher angesetzt werden sollen. Doch muss man die Frage stellen, ist das überhaupt so mal richtig? Denn wie ich euch ja auch schon öfter vorgestellt habe, ist es ja so, dass vor allem die unteren 50% im Lohn- und Einkommensteueraufkommen der deutschen Bevölkerung übrigens kaum Steuern zahlen. Den Löwenanteil zahlen nämlich die oberen 25 bis 30% und davon aber auch den größten Anteil die oberen 10% am gesamten Lohn- und Einkommensteueraufkommen. Das nur mal so. Also wenn man jetzt wie Philipp Thürmer hier sagt, man möchte keine Milliardäre, Multimillionäre oder Leistungsträger mehr in Deutschland haben, dann wird es auch schwierig mit dem entsprechenden Spitzensteuersatz, der ja auch gefordert wird von 56, sogar mittlerweile 59%. Übrigens bloß Einkommensteuer. Ganz klar ist es auch, was Philipp Thürmer ganz vergessen hat, er will natürlich auch die entsprechenden Unternehmen enteignen. Denn wie auch damals Kevin Kühnert ja schon gesagt hat, er wollte ja BMW enteignen, muss man sich natürlich hier ganz klar sagen, naja, die Erbschaftssteuer muss hier auf den Kopf gestellt werden. So heißt es hier, dafür müssen wir das Erbschaftssteuerrecht vom Kopf auf die Füße stellen. Im Moment ist es so, je kleiner die Erbschaft, desto höher die Erbschaftssteuer. Das große Problem ist aber, Philipp Thürmer hat vielleicht Wirtschaftswissenschaften studiert, so heißt es zumindest in seinem Wikipedia-Eintrag, gleichzeitig auch noch ein juristisches Staatsexamen, zumindest das er gerade eben hier absolvieren will, dann sollte er eigentlich wissen, dass vor allem diese Regelungen einen Grund haben. Also, wenn man sich jetzt schon hier mit großen Verteilungskämpfen vorpreschen will, denn wieso sind denn die Vermögen der Reichen so groß? Na klar, weil sie hauptsächlich natürlich Unternehmensvermögen haben. Hier gibt es ja bestimmte Verschonungsfreibeträge, die angewendet werden können, teilweise sogar eine entsprechende komplette Steuerbefreiung auf Null. Warum? Weil das Betriebsvermögen geschont werden soll. Weil eben nicht, wie Philipp Thürmer und viele Jusos das immer gerne denken, dass ein Milliardär Milliarden auf dem Konto hat oder ein Unternehmen, das Millionen wert ist, Millionen auf dem Konto hat. Nee, das habe ich euch auch schon mal gesagt. Zum Beispiel in der entsprechenden Branche, je nachdem welche du bist, gibt es unterschiedliche Bewertungskriterien. Nur mal so, vereinfacht gesagt, allein die Erbschafts- und Schenkungssteuerliche Bewertung von jemandem, der entsprechend hier 100.000 Euro Gewinn, hier für die Ertragswertvereinfachung herangezogen wird, hat ein Bruttovermögen von 1,4 Millionen. Denn das Steuergesetz macht es sich ganz einfach und rechnet mal schnell hoch, Jahresgewinn mal 13,75. Und da ist natürlich so, 100.000 Euro und dann plötzlich 1 Million Euro Vermögen, das dann abzahlen, das heißt dazu bloß sagen wir 20%, 200 oder 300.000 Euro,
ist natürlich kritisch. Wenn man dann hergeht und sagt, wie Philipp Türme und andere fragwürdige Jusos, naja, dann soll man halt an der Stelle hier einfach ein Darlehen aufnehmen. Naja, bloß das Blöde ist halt auch, dass diese 100.000 Euro Gewinn zum Beispiel schnell mal ein Bruttogewinn sein können. Dementsprechend bedeutet das, nach Abzug der Steuern bleiben dir vielleicht noch 80.000, 70.000 Euro und dann musst du hier 400.000, 500.000 Euro Steuern über mehrere Jahre finanzieren. Übrigens, die einzigen, die sich da freuen würden, wären die Banken. Also im Großen und Ganzen will Juso-Chef hier Philipp Türmer ganz klar eigentlich eine Abhängigkeit der kleinen und mittleren Unternehmer von den Banken. Denn wo würden sie sonst das Geld herbekommen? Stundungsregelungen gibt es zumindest in der Erbschaft- und Schenkungssteuer nur bedingt. Gleichzeitig will er aber natürlich auch wieder was fordern, die Erhöhung des Mindestlohns auf natürlich 15 Euro. Aber Philipp Türmer, wenn du Wirtschaftswissenschaften studiert hast, wie es zumindest hier auch in deinem Wikipedia-Eintrag steht, ein Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften als auch natürlich Rechtswissenschaften an der Universität Frankfurt am Main, naja, wieso bist du dann nicht für eine Erhöhung des Grundfreibetrags oder zum Beispiel eine sozialversicherungsrechtliche Befreiung für alle Mindestlohnempfänger? Denn du solltest natürlich auch wissen, dass dieser entsprechende Betrag auch brutto ist. Denn auch die 12,40 Euro ungefähr sind aktuell ein Bruttobetrag. Man könnte also auch hier den Geringverdienern mehr lassen, anstatt ihnen mehr zu nehmen. Das Ganze aber natürlich in einer aufgeheizten Stimmung, wo übrigens jetzt hier nur mal so man mehr Steuern fordert in einer Zeit, Gewinn von Mercedes-Benz bricht um 54% ein. Neuerer Artikel, heute erschienen von dem Handelsblatt. Oder zum Beispiel auch gerade die Meldung, droht den USA ein Liz Truss-Moment. Weder Harris noch Trump wollen die Schuldenprobleme der USA angehen. Denn auch das ist ein Thema, was hier Philipp Türmer ganz klar sagt. Naja, Schuldenbremse aushebeln, Schuldenorgien und alle freuen sich, denn am Ende können wir es uns ja leisten. Das Problem ist aber, gerade seine Milliardärsaussage als auch natürlich die Schuldenthematik hat auch Dr. Rainer Zittelmann relativ gut zerlegt. Denn warum gibt es denn, übrigens nur mal so, also Deutschland ist übrigens auch eins der Länder mit der geringsten Milliardärsquote, denn in dem Zusammenhang ist es ja so, dass einige Länder natürlich höhere Milliardärsquoten haben, aber liegt auch daran, weil sie zum Teil erfolgreicher sind als wir. Und hier schreibt er auch natürlich relativ spannend an der Stelle, Ursache für, dass an der Stelle zum Beispiel hier Afghanistan oder Kuba zum Beispiel hier natürlich sehr wenige bis gar keine Milliardäre haben. Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt nicht irgendwie Bock drauf, hier in Deutschland in, sag ich mal, ja, afghanischen oder, sag ich mal, haitischen oder kubanischen Verhältnisse zu leben. Da fand ich es auch ganz lustig, wie ein Influencer vor kurzem gepostet hat, wie ich glaube aus Haiti ist er auch, sehr, sehr schlimme Zustände da auch gerade in einigen Regionen, wo er sagt, Deutschland in 10 Jahren oder bin ich noch zu optimistisch? Und ich muss ganz klar sagen, für Philipp Türmer natürlich an der Stelle, fordert er im Grunde hier schon mittlerweile einige kommunistische Themen, wo man sich aber auch sagen muss, seine neueste Rede vom 19. Oktober bei den Grünen, also bei der GJ, lässt mich aber historisch auch ein bisschen aufhorchen. Dazu noch so als kleines Finale hier an dieser Stelle, die Rede von Philipp Türmer und wo man ganz klar sehen kann, es geht noch nicht um die Verteilung, sondern es geht nur um eins. Muss man ganz klar sagen, sein Talkshow-Getingle und vor allem auch seine krassen Aussagen zum Thema Linksruck haben mich jetzt mittlerweile schon ein bisschen an andere historische Persönlichkeiten erinnert, wo ich mal ganz klar sagen muss, ich möchte das Gott sei Dank nicht mehr haben. Und in dem Zusammenhang muss man auch ehrlicherweise sagen, dass auch viele vor allem Wähler mittlerweile ganz klar sagen, naja, sie wollen es halt auch nicht mehr, vor allem diese historischen Situationen. Und deswegen wechseln ja viel jetzt zur Arbeitnehmerpartei, zum Beispiel auch zur AfD, wo man sieht, dass diese vor allem auch hier natürlich mittlerweile vor der SPD ist, weil am Ende man sich, und das ist was, was ich auch schon sowohl bei ökologischen als auch bei sozialen Themen gesagt habe, so etwas kann man sich nur leisten, wenn es dem entsprechenden Land gut geht,
sei es soziale Leistungen, als auch ökologische Transformation. In einem Wirtschaftsabschwung werden wir relativ schnell den kompletten Turnaround sehen. Und das wird jetzt relativ spannend, wo man ganz klar sagen kann, Philipp Thürmer, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich eher so derjenige, wo man sagt, die SPD sollte ihn vielleicht mal, ja, sag ich mal, an die Zügel oder an die Leine nehmen. Denn ganz klar ist, er wird eher, sag ich mal, den klassischen Arbeitnehmer wahrscheinlich eher nicht gewinnen können. Denn berufliche Erfahrung hat er zumindest ausweislich seines Lebenslaufs nur im Studium gehabt. Zudem natürlich auch relativ spannend, rein aus einer Beamtenfamilie heraus. Dementsprechend natürlich auch hier durchaus für die ein oder andere fragwürdige, ja, sag ich mal, Historie. Und dementsprechend am Ende kann man ganz klar sagen, naja, dann eben vielleicht jemanden wählen, der nicht der Bürgergeldpartei angehört. Das zumindest für viele Arbeitnehmer immer mehr eine Option, zumindest nach den aktuellen Nachwahlbefragungen.